Hi, ich wurde von Norm getaggt, meine ersten Male Tag mitzumachen. Und ja, ich versuche es jetzt nochmal auf die Reihe zu kriegen. Entschuldigt, wenn meine Waschmaschine ein wenig laut ist zwischendurch, aber ja, ich habe sonst keine Zeit, das zu machen. Ja, die erste Frage lautet: Dein erster Tweet. Da ich keinen Tweet-Account besitze, ich habe noch nie getweetet, werde es auch nie tun. Ich habe schon so viele Dinge, die meine Zeit auffressen. Da brauche ich ja nicht auch noch zu tweeten. Zweitens, dein erstes YouTube-Video. Oh, da muss ich jetzt erstmal überlegen, welches als erstes ich hochgeladen habe. Ich glaube, das erste, was ich gemacht habe, war eine Lush UK-Bestellung, wenn ich mich nicht ganz irre. Das gibt es auch noch. Und ja, das halt so ein bisschen zusammengeschnitten, weil ich eben den Karton, glaube ich, so geöffnet hatte mit meiner Handykamera und dann irgendwie, ja, keine Ahnung, nochmal später Intro, Outro gemacht habe, was total aufgesetzt wirkt. Aber ja, whatever. Die dritte Frage lautet: Die erste Person, die du auf YouTube abonniert hast. Keine Ahnung mehr. So, jetzt habe ich nochmal ganz schnell den Roller ein Stück hoch gemacht, weil es auf einmal stockdunkel geworden ist. Die erste Person, die ich wirklich verfolgt habe auf YouTube, ohne erstmal einen Account zu haben, war Petrilud, einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber, der jetzt leider ein ganzes Jahr mehr oder weniger abwesend war. Und ich glaube, wenn ich nicht mich ganz irre, war Knuffi 2006 die erste, die ich abonniert habe. Und Steffi mag ich nach wie vor total gerne. Sie hat so eine frische Art und ist immer so aufgeweckt und fröhlich und das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und ja, die vierte Frage, dein erstes Facebook-Profilfoto. Ist gar nicht so lange her, weil ich Facebook erst während meiner Abi-Zeit mir eingerichtet habe, also vor ein, zwei Jahren. Es war auf jeden Fall ein Foto von mir selbst. Ich kann es euch gar nicht mehr zeigen, weil ich es nicht mehr so genau weiß. Ich kann es vielleicht mal bei Facebook nachverfolgen und dann das einblenden, mal schauen. Ja. Wird irgendein Foto gewesen sein von mir. Fünftens, redest du noch mit deinem ersten Beziehung, meinem ersten Freund? Nö. Also es kommt drauf an, meint ihr den ersten Freund, mit dem ich etwa 3 Monate zusammen war? Wohl weniger, ne? Aber ersten Freund, mit dem ich wirklich lange zusammen war, zählen wir erstmal den. Nein, eigentlich nicht mehr. Ich habe ihn noch lange Zeit ziemlich gehasst dafür, wie er mit mir Schluss gemacht hat nach 3 Jahren Beziehung und gemeinsamer Wohnung, mich rauszuschmeißen und so weiter. War nicht so super. Warum sollte ich mit ihm reden? Auf der anderen Seite wohnt er oder sein Vater und die Familie halt noch bei mir, bei meinen Eltern in der Ortschaft. Ich bin ja inzwischen auch umgezogen. Man sieht sich halt ab und zu und man grüßt sich halt, aber reden eher weniger. Schade eigentlich, weil ich irgendwie schon neugierig bin, wie es inzwischen so bei ihm aussieht. Aber ja, so ist das Leben halt, ne? Man muss nicht mit jedem irgendwie gut befreundet bleiben. Sechstens, was war dein erstes alkoholisches Getränk? Bier. Definitiv Bier. Weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als Kind bei meinem Papa immer, wenn er sich einen Weizen bestellt hat, so die Schaumkrone da irgendwie so abgefuselt habe und probiert habe und immer meint, das schmeckt voll bitter. Und es dann irgendwann mal das erste Mal auch als Jugendliche dann auch eher Bier getrunken habe, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das nächste, was war dein erster Job? Wie meint ihr das? Aushilfsjob, Job allgemein. Also mein erster Aushilfsjob war Zeitung austragen. Fand ich furchtbar, finde ich scheiße. Gefällt mir einfach gar nicht, weil ich weder gern Sport mache, noch gerne bei jeglichem Wetter rausgehe. Höchstens mit dem Hund. Das ist wieder für mich eine ganz andere Sache, als mit dem Fahrrad Sachen auszutragen. Vor allem, wenn es schüttet und ihr wollt Zeitungen austragen, ist es eine andere Situation, als wenn es schüttet und ihr geht mit dem Hund raus und ihr könnt euch einpacken, wie ihr wollt. Und ja, wie fand ich irgendwie total doof.
Achtens, was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto habe ich auch noch, das fahre ich auch noch. Das ist ein Chevrolet Matiz und ich liebe mein Auto. Abgöttisch. Es ist so ein ganz komisches Orange, Metallic Orange. Ja, kann ich ja vielleicht auch mal ein Bild einblenden. Neuntens, wer hat dir heute das erste Mal geschrieben? Mir heute das erste Mal geschrieben, ich glaube, mein Freund. Weil eigentlich das Erste, was ich morgens mache, es sei denn, ich muss zur Uni, dann verpeile ich das meistens, mache das erst an der Bahn, ist zum Beispiel, dass ich meinem Freund schreibe. Ansonsten schreibt mein Freund eigentlich mir oder es ist halt die eine Freundin, mit der ich studiere. Aber meistens mein Freund und heute definitiv mein Freund. An welche Person hast du heute Morgen als erstes gedacht? An meinen Freund. Ja, sorry. An meinen Freund. Erstens, wer war dein Klassenlehrer in der ersten Klasse? Das war die Frau Krüger-Ahleke, soweit ich noch weiß. Also kann sein, dass ich den Namen ein bisschen falsch ausspreche oder sowas. Aber sie wäre auf jeden Fall die tollste Grundschullehrerin, die man sich vorstellen kann. Die ist super. Wenn meine Mutter sie oder ich auch manchmal noch auf irgendwelchen Handwerkermärkten dann später noch getroffen haben, wir haben uns immer unterhalten und sie ist wirklich eine Top-Grundschullehrerin und ich hatte sie unheimlich gern. Also ja, war eine tolle Frau, ist hoffentlich noch eine tolle Frau. Und ja. Zweifens, wohin ging es, als du das erste Mal in einem Flugzeug saßt? Das ist lustig, weil die Anmerkung von Miss Mary irgendwas mit Mallorca war. Und ich glaube, ja, mit 9 Jahren oder mit 8 bin ich das erste Mal geflogen. Und das erste Mal bin ich nach Mallorca geflogen mit meinen Eltern. Und in die Nähe vom Ballermann, muss man wirklich dazu sagen, aber halt eher so in diese ruhigere Ecken. Und wir haben auch die ganzen Nachbarinseln uns angeguckt und so. Es war total schön. Also ich kann nur sagen, Mallorca ist eine total schöne Insel gewesen damals. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ob es jetzt so viel anders ist. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wir waren auch das Jahr darauf dann nochmal in Mallorca. Also mir hat es sehr gut gefallen als Kind. Es war toll. Und ja, das war mein erster Flug. 13. Hört sich irgendwie komisch an. Wer war dein erster bester Freund, Freundin? Hast du noch Kontakt zu ihm? Meine erste beste Freundin ist die Franzi, ja. Und wir haben ganz sporadisch und aus Versehen manchmal noch Kontakt, wenn man sich so irgendwie auf dem Mittelaltermarkt über den Weg läuft. Aber ich frage mich eigentlich, warum? Weil wir immer ziemlich guten Kontakt hatten. Ich bin halt eine Niete in Kontakt halten, war ich schon immer. Aber es ist auch irgendwie so, man hat sich andersweitig entwickelt. Ich habe manchmal halt das Gefühl, dass ja, mein Freundeskreis und ich uns anders entwickelt haben als jetzt bestimmte Freunde und dazu gehört eben auch sie. Und ja, finde ich eigentlich schade, weil sie war eigentlich immer eine ganz nette. Aber so ist das halt. 14. Bei wem und wann hast du das erste Mal übernachtet? Das erste Mal habe ich definitiv bei einer Freundin übernachtet. Oder bei meinem Sandkastenfreund. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe vorher schon mal. Noch früher als Kind habe ich öfters mal, wenn meine Eltern so alle Monat mal wohin gegangen sind, irgendwie, da war ich dann immer bei Freunden von der Familie. Aber halt jetzt Freund, also ich glaube bei einer Freundin damals, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube bei der Anja. Ja. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, aber ich glaube bei ihr. Was war das Erste, was du diesen Morgen getan hast? Meistens ist es den Wecker ausmachen oder den Wecker weiterstellen. Eins von beiden. Meistens weiterstellen. Ist irgendwie. Aber so das Erste, was ich richtig getan habe, nach einem Schluck Wasser trinken. Ja, normalerweise stehe ich auf und putze mir als erstes die Zähne. Also noch vorm Pinkeln gehen meistens sogar, putze ich mir die Zähne. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das schon immer so gemacht und ich kann auch gar nicht rausgehen ohne Zähneputzen. Ich mag das einfach nicht. Jo, eigentlich kann man das Zähneputzen so als erstes werten. 16. Dein erstes Konzert, auf dem du warst.
Also bei uns gab es früher immer am Bandturm in Heusenstamm regelmäßig kleine Konzerte, deswegen da war ich auch schon. Aber Konzert mit Konzerthalle war The Rasmus. Und ich fand die zwar so in Ordnung, aber war jetzt nicht so mein Ding. Und ich war mit der Franzi damals und einer anderen guten Freundin von mir, mit der ich heute noch Kontakt habe, auf diesem Konzert. Und ich bin eigentlich nur mitgegangen, weil die Vorband Trap war und ich Trap total geil fand zu dem Zeitpunkt. Und das war ein super schönes Konzert. Sobald Trap da war, war ich einfach nur happy. Und auf The Rasmus hat eine super Show hingelegt. Deswegen war ein schönes Konzert, definitiv. Und da waren wir, glaube ich, 16 auch. Das war wirklich relativ früh. Aber es war schön, ja. 17. ist dein erster gebrochener Knochen. Ja, also dazu kann ich nur sagen, dass ich mir die kleinen Fußzehen an beiden Füßen mindestens 20 Mal auf jeder Seite gebrochen habe. Weil ich echt das Talent hatte, immer irgendwo gegenzurennen damit. Und ansonsten hatte ich mir irgendwann mal den kleinen linken Finger angebrochen. Aber richtig durchgebrochen, glaube ich, war noch keiner. Also es war alles nur angebrochen, aber richtig durchgebrochen ist noch nichts. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Dein erstes Piercing. Ich habe bis heute noch kein Piercing. Ich wollte mein Bauchnabel-Piercing machen lassen, aber bei meinem Bauch sieht das, glaube ich, nichts aus. Und ja, was für mich noch in Frage käme, wäre hier mir oben noch ein Piercing machen zu lassen, weil ich hier so eine spitze Stelle am Ohr habe. Und ich finde es irgendwie ganz lustig, weil die manchmal durch die Haare durchgucken. Wenn dann noch so ein Ring dran wäre, wäre schon cool. Aber bis jetzt habe ich das nie in die Tat umgesetzt, weil mir irgendwie das Geld immer zu schade war. Ist halt so, ne? 19. Wo warst du zum ersten Mal im Ausland? Das ist echt schwer zu beantworten, weil meine Eltern und meine Family halt, mit meiner Schwester, klar, wir sind jedes Jahr mindestens ein- bis zweimal in Urlaub gefahren. Meistens in die Nähe von Regensburg, das ist ja Deutschland, oder halt Ostsee, Nordsee, auch Deutschland. Spanien, glaube ich, war das erste Mal. Also ich war auch in Holland als Kind, also in den Niederlanden, war ich als Kind schon, als Baby. Also das erste Mal, wo ich mitbekommen habe, glaube ich, war Spanien, Festland noch. Und Spanien ist wirklich richtig schön, aber ziemlich warm. Also die Toskana hat mir besser gefallen, die ist nämlich trockener. Von der Hitze her. Genau. Und also richtig Ausland außerhalb von Europa, sagen wir mal so, weil heutzutage sagen ja alle, wir sind Europäer, wir sind gar keine Deutschen, wir sind Europäer, war Kanada. 20. Dein erster Film, den du gesehen hast. Das ist irgendwie unheimlich schwer zu beantworten, weil ich kann mich, soll ich jetzt sagen, aus der Kindheit oder sowas, ich kann es nicht genau sagen, aber ich befürchte, der erste Film, den ich so richtig wahrgenommen habe, war Ariel, weil meine Eltern gesagt haben, ich war einmal im Kino und dann wollte ich den Film noch 200 Mal danach sehen und wir waren garantiert 6 Mal im Kino bei Ariel. Ja, so begeistert war ich von Ariel. Was kann auch sein, dass ich Schneewittchen schon vorher gesehen habe oder das Dschungelbuch, weil mein Vater zum Beispiel das Dschungelbuch liebt. Aber bewusst würde ich sagen, Ariel ist auch immer noch ein schöner Film. Vor allem mit den alten Synchronstimmen. Oh, göttlich. Ja, 21. Wann hattest du das erste Mal Hausarrest und warum? Oh scheiße, dass sowas drankommt. Ja, ich hatte eigentlich ziemlich häufig Hausarrest, aber meine Eltern haben den nie durchgezogen. Die haben mir immer Hausarrest angedroht, haben mir dann welchen verpasst und haben es dann nicht durchgezogen. Das einzige Mal, wo meine Eltern den Hausarrest tatsächlich mal einen ganzen Tag, es hieß eine ganze Woche, aber nun gut, einen ganzen Tag Hausarrest durchgehalten haben, war, als ich mit einer Freundin zusammen, da haben wir von einer Baustelle, die direkt bei uns in der Straße war, haben wir Zement gemopst, also der war noch unangerührt. Und diesen Zement haben wir mit Wasser angemischt, da war kein Sand oder sowas drin, einfach nur pur. Und damit haben wir wirklich alles Mögliche angestellt. Und ich kann verstehen, warum meine Eltern sauer waren. Sollte man nicht machen. Wir haben unter anderem diesen Zement auf einen Fahrradsattel geschmiert. Dann haben wir ihn in einen Auspuff von einem Sportwagen geschmiert. Und wir haben damit mit so Plastiklöffeln dann eine Hauswand damit verschönert.
Ja, und als meine Eltern dann vom Spazierengehen vorbei an diesem Haus kamen und der Nachbar das schön abgekratzt hat, hieß es dann, ja, eure Tochter hat das mitgemacht und mein Vater durfte mit sauber machen helfen. Daraufhin habe ich einen Anschiss bekommen, sondergleichen. Ich glaube, das war das schlimmste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so Anschiss bekommen habe, weil meine Eltern eigentlich relativ locker waren. Gott sei Dank, ich war eh Satansbraten. Und das war das erste Mal wirklich, wo es dann hieß, nee, den ganzen Tag darfst du nicht raus. Ich war dann so klug und habe das so gelöst. Ein Freund von mir wollte dann, da war ich vielleicht übrigens 7 oder so maximal, wollte dann mit mir spielen und es war halt Sommer und es war schön draußen und ja, ich habe dann einfach das Wohnzimmerfenster geöffnet und habe mich an das Wohnzimmerfenster gesetzt und habe gesagt, ja, tut mir leid, ich darf nicht spielen, ich habe Hausarrest, habe ihm das erzählt. Und dann haben wir eben so durch das Fenster gespielt und uns unterhalten und Spaß gehabt. Und dann kam irgendwann meine Mutter und meinte so, ja, so war das aber nett gedacht. Ah ja, sie hat nur gesagt, ich muss im Haus bleiben, dass ich die Fenster nicht öffnen darf und nicht mit jemand anderem reden und spielen darf. Das, davon war keine Rede. Ja, das war mein erstes Mal Hausarrest und das war auch berechtigt. Definitiv. Ich habe es danach nicht nochmal gemacht. 22. Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst? Ablegen. Das erste, was ich mache, ist normalerweise grundsätzlich Schuhe ausziehen und Jacke, falls ich eine Jacke anhabe, meine Tasche, Rucksack ablegen und meine Tür zuschließen wieder. Also Schlüssel in Schloss und zuschließen. Das ist eigentlich so das erste, was ich mache. Ja. 23. Frage: Wann hattest du deinen ersten Kuss? Also, an meinen ersten Kuss kann ich mich jetzt so 100% nicht erinnern. Also das erste Mal machen. Ich denke, der war höchstwahrscheinlich mit dem Sascha. Und der ist inzwischen schwul. Also ich habe ihn nicht schwul gemacht, aber ja, da war ich so 3, 4. Ne? Da ist das noch nicht so bewusst. Der erste Zungenkuss, der war mit 4, 5. Aber da war das nicht so, dass mir, also da war das nicht so, dass ich dem anderen die Zunge in den Hals gesteckt habe, sondern da wurde mir die Zunge in den Hals gesteckt. Und ich war ein bisschen überrascht. Der Junge war nämlich ein halbes Jahr jünger als ich. Ja, und der erste richtige Kuss mit einem jungen, eigentlich Jugendlichen dann schon eher, so ein bisschen älter, den ich gern hatte und der bewusst war, war relativ spät, mit 16, 17. Also ich hatte vorher schon andere Dinge da erlebt, aber der erste Kuss, der von mir ausging, den ich als meinen ersten Kuss auch wirklich tatsächlich ansehe, war mit einem ziemlich guten Kumpel von mir, mit dem ich bis heute noch Kontakt habe. Und der Spitzname ist Wuschel. Ja, das war der erste richtige Kuss für mich persönlich. 24. Deine erste Zimmergefährtin. Wie habe ich denn das zu verstehen? Meine erste Zimmergefährtin? Also, ich hatte als erstes einen Zimmergefährten und das war mein erstes Kaninchen, der Hasi. Und danach gab es noch das Pünktchen. Die habe ich mir noch geholt. Kann man das als Zimmergefährten ansehen? Keine Ahnung, weil ich hatte immer ein eigenes Zimmer, meine Schwester hatte immer ein eigenes Zimmer und davor kann ich mich nicht erinnern. Von daher. Joa. 25. Frage: Der erste Sport, den du getrieben hast. Jetzt wirklich, ich habe ja schon gesagt, ich bin der unsportlichste Mensch aller Zeiten. Aber der erste Sport, den ich bewusst gemacht habe, war Reiten gehen. Wie fast alle Mädels in meinem Alter und in meiner Schule und so und so. Und ist nach wie vor eine Sache, die ich gerne machen würde, weil mir das Spaß gemacht hat, die Arbeit mit den Pferden, die Pferde zu säubern, zu bürsten. Fertig zu machen zum Reiten war echt immer, hat mir viel Spaß gemacht und ich habe am liebsten den Otti geritten, der Othello. Und das war immer so ein Frechdachs, wenn man dem die Hufe ausgekratzt hat, hat er ihm immer in den Arsch gezwickt. Also das war schon ein freches Pferd, aber ich habe ihn wirklich sehr gern gehabt. Der ist inzwischen tot, leider. Ja, ist aber ziemlich alt geworden.
Und 26. Frage und die letzte. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre es? Früher hätte ich gesagt, normal zu sein. Heute sage ich eigentlich gar nicht so gerne, weil ich diesen Wunsch mir selber erfüllen möchte. Aber um so grob was zu sagen, ich wünsche mir einfach, dass ich meinen Weg weitergehe. Und ja, für mich etwas finde, was ich für einen Großteil meines Lebens machen möchte. Und also berufsmäßig auch und klar auch irgendwie eine Familie zu haben. Die muss nicht normal sein oder Durchschnitt sein, sondern sie muss einfach zu mir passen. Und das wünsche ich mir eigentlich mit am meisten. Ja. Dass es einfach mal funktioniert, das wäre schön. So, das war dann mein erstes Male-Tag-Video und wenn ihr wollt, ihr könnt euch alle getaggt fühlen und das alles auch mitmachen und einfach unter das Video verlinken. Und ja, ich fand es ganz interessant. Es war teilweise sehr überraschend für mich, weil ich habe die Fragen noch nicht gelesen. Ich habe die jetzt eben erst gelesen, während ich den Tag gemacht habe. Ich habe auch das Video von Miss Mary noch nicht gesehen, weil ich bei so Tag-Sachen immer warte, ob ich getaggt werde. Ist einfach so. Und jetzt kann ich mir das Video auch mal anschauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Video ist garantiert lang geworden und ihr habt einen Einblick so von meinem Leben bekommen, von meinen ersten Malen. Und ja, bis dann. Wir sehen uns. Ciao.